dass du trägst die Herrlichkeit deines Schöpfers. Und das weißt du ja nicht, das ist die Wahrheit. Die einzige, die gilt. Gott ist gut. Amen. Und weil Gott gut ist, spricht er zu uns. Und Gott spricht zu uns, weil er möchte, dass wir ihn verstehen und dass wir sein Handel verstehen. Wenn wir Gott und sein Handel verstehen können, dann werden wir das Beste aus dem Leben herausholen können. Gott möchte nicht, dass wir einfach instinktiv leben wie Tiere, sondern er hat uns einen Verstand gegeben, auch einen Verstand für geistliche Sachen. Deswegen haben wir uns vorgenommen, die letzten Wochen der Frage nachzugehen, was ist überhaupt Kirche? Um nicht zu sagen Gemeinde. Wozu gibt es Kirche? Du bist hier vielleicht gewohnheitsmäßig seit Jahren, aber ist die Frage, verstehst du auch, warum du hierher bist? Warum du Sonntag für Sonntag hierher kommst? Und vielleicht bist du neu, du kommst neu in Berührung mit Gemeinde, mit Kirche als Organisation. Aber weißt du auch, worauf du dich eigentlich einlässt? Wozu gibt es Kirche? Um das zu verstehen, müssen wir in Gottes Wort hineingehen. Denn Gott ist der Stifter der Kirche letztendlich und nicht Menschen. Und wenn wir auf Menschen schauen, dann werden wir zwangsläufig ein falsches Bild von Kirche haben. Denn der Mensch ist beschränkt in seinen Fähigkeiten. Und der Mensch ist fehlbar. Wenn wir die Kirchengeschichte anschauen, dann gibt es viele Gründe, frustriert zu sein und ablehnend zu sein gegenüber Kirche oder Gemeinde. Es ist sehr viel schief gelaufen in der Geschichte des Christentums, vor allem hier im Abendland, aber auch in anderen Teilen der Welt. Und das bewirkt, dass hier und da man von Leuten hört, ich bin aus der Kirche ausgetreten. Die Priester und die Pastoren und die Pfarrer, wie die alle heißen, die sind alle doch nur Heuchler. Guck an, was sie alles machen. Und man hat ganz viel auszusetzen, was Kirche angeht, in unserer Zivilisation. Das nicht nur in Deutschland, sondern auch in Afrika. Wenn ich mit Afrikanern rede, dann hörst du viel Negatives über Kirche. Und das hält viel davon ab, dass sie sich dieser Organisation anschließen. Aber das ist gefehlt. Wenn wir nur auf Menschen schauen und auf ihre Handlungen, dann laufen wir Gefahr, das Beste zu verpassen, was Gott in die Idee von Kirche hineingelegt hat. Denn Kirche, ich wiederhole mich gerne, ist eine Idee Gottes. Und alles, was von Gott kommt, ist per Definition gut und vollkommen. Also wir wollen in die Bibel hineinschauen, um herauszufinden, wie Gott sich Kirche ausgedacht hat. Wenn wir daraus lernen, dann profitieren wir selber für uns, wenn wir das umsetzen in unserem Gemeindeleben und in unserem individuellen Alltagsleben, dann werden wir der Kirche ein neues Gesicht geben. Dann werden wir der Kirche ein neues Bild, einen neuen Ruhm geben in der Welt, in der Gesellschaft. Denn die Welt will eigentlich das, was in der Idee der Kirche drin ist. Gott hat die Kirche für die Welt, als Segen für die Welt geschaffen. Die Kirche ist ein Geschenk, was Gott den Menschen gemacht hat. Wenn die Menschen diese Idee nur verstehen würden, sie würden rennend und kriechend in die Kirche kommen. Sie würden Kirche nie mehr verpassen wollen. Sie würden nicht austreten, sondern eintreten und Freunde und Feinde mit hineinnehmen. Wir haben bisher schon, das ist glaube ich die vierte Predigt in dieser Reihe, beim ersten Mal haben wir gesagt, Kirche ist der Pfeiler und das Fundament der Wahrheit. Dass Gott der Kirche die Wahrheit anvertraut hat, damit durch die Kirche die Wahrheit in dieser Welt erkannt wird. Und Jesus sagte, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freisetzen. Wir haben gesagt, die Wahrheit ist kein philosophisches Konzept, die Wahrheit ist eine Person. Diese Person ist Jesus Christus. Danach haben wir gesagt, Kirche ist die Braut Gottes. Das heißt, Gott hat die Kirche geschaffen, weil er Liebe kommunizieren wollte. Er wollte eine Gruppe von Menschen haben, die Gemeinschaft mit ihm haben, die er liebkosen konnte, mit denen er in einer Liebesgemeinschaft leben konnte. Wir haben auch gesagt, Gott hat Kirche als Familie ausgedacht. Gott wollte Kinder haben. Und ich möchte auch an der Stelle an die Predigten verweisen, die auf YouTube sind,
Geh in die Schule Gottes und hör dir diese Predigten an, mach Notizen und präge sie dir ein. Die werden dein Leben verändern, weil das Gottes Wort ist. Und heute nehmen wir uns einen weiteren Aspekt der Kirche vor. Und das ist ja die Gemeinde als dienende Arm Gottes auf der Erde. Gott hat Gemeinde konzipiert als sein Arm auf der Erde, als sein dienender Arm auf der Erde. Wie komme ich auf diese Idee? Ich komme auf die Idee, indem ich das Haupt der Gemeinde selbst anschaue und beobachte, wie er gehandelt hat, wie er es gelehrt hat. Das ist nämlich Jesus Christus. Er ist das Haupt, der Kopf der Gemeinde. Er ist der Bräutigam der Gemeinde sozusagen. Und wir schauen auf ihn. Und das ist, wir lesen euch Johannes 13 und die Verse 1 bis 5 zunächst und dann die Verse 12 bis 17. Aber bevor ich das lese, möchte ich generell sagen, dass es total wichtig ist, in allem, was wir tun, immer auf Jesus zu schauen. Wenn du wissen möchtest, wie du richtig handeln sollst, dann schaue auf Jesus. Dann schau auf seine Lehre und auf sein gelebtes Vorbild in der Bibel. Dann wirst du wissen, wie du richtig handeln sollst. Und das gilt für alle Menschen. Denn Jesus Christus ist die Offenbarung des unsichtbaren Gottes. Er ist die Offenbarung der Wahrheit. Er ist das Musterleben, das Muster, was wir alle anstreben, ob Gläubige oder nicht Gläubige. Er ist das Blueprint Gottes, wie man auf Englisch sagen würde. In allem, was wir tun, ist er unser Vorbild. Halleluja. Wir schauen hinauf zu Jesus und dann wissen wir, was wir tun sollen. Wenn wir danach handeln, dann werden wir auch ein gesegnetes Leben haben. In allen Fragen, jede Frage, schaue auf Jesus Christus. Darum ist es fundamental wichtig, dass wir in der Bibel lesen. Vor allem im Neuen Testament, in den Evangelien liest du über Jesus Christus. Und das kann und wird dein Leben grundlegend verändern. Darum auch wir schauen auf Jesus, um die Antwort zu bekommen auf die Frage, wie sieht er überhaupt Gemeinde? Was ist Gemeinde? Jesus schenkte uns einen Einblick in das Wesen der Gemeinde, den Gedanken, den er für die Gemeinde hat. Und ich lese aus Johannes 13 vor. Vor dem Passafest wusste Jesus, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zu seinem Vater zurückzukehren. Nun bewies er seinen Jüngern das ganze Ausmaß seiner Liebe. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus, band sich ein Tuch um die Hüften und goss Wasser in eine Schale. Dann begann er seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Handtuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Nächster Vers auf der nächsten Folie. Nachdem er ihnen die Füße gewaschen hatte, zog Jesus sein Obergewand wieder an, setzte sich und fragte, versteht ihr, was ich getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr, und damit habt ihr recht, denn das bin ich. Und weil ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Tut, was ich für euch getan habe. Es ist nur zu wahr, ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Genauso sind die Boten nicht wichtiger als der, der sie gesandt hat. Amen. Ihr wisst das alles, nun handelt auch danach. Das ist der Weg zu eurem Glück. So, hier ist Jesus in einem Raum mit seinen Nachfolgern, mit seinen Jüngern. Und dann sitzen sie da, das ist das Passafest. Und Jesus macht etwas, was alle Anwesenden schockieren sollte. Er steht auf, zieht sein Obergewand aus und bindet sich ein Tuch um die Hüfte und bückt sich oder kniet sich hin und fängt an, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Er wäscht und wäscht und wäscht und wäscht. Man kann sagen, na gut, was ist denn daran besonders? Um das zu verstehen, muss man sich in die Kultur von damals hineinversetzen. Fußwaschung war Teil der hebräischen Kultur. Aber Fußwaschung war eine Aufgabe, die Sklaven vorbehalten war. Wenn man keinen Sklave hatte,
hat das die Ehefrau gemacht. Und warum war das eine niedrige und niedere Aufgabe? Weil die Menschen damals keine verschlossenen Schuhe hatten. Sie sind auf staubigen Straßen gelaufen und die Füße haben geschwitzt, weil es immer heiß war und waren voller Staub. Dazu kommt noch, dass Menschen damals ihr Kot auf die Straße umgekippt haben. Man könnte aus Versehen oder vielleicht auch, weil man keine andere Wahl hatte, eben in dem Kot marschieren. Und deswegen war es die Gewohnheit, wenn du Besuch hattest, dass du deinem Gast als Zeichen der Ehre die Füße wäscht. Aber dafür hast du deinen Sklaven geschickt, dass er dem Gast die Füße wäscht. Was Jesus hier macht, ist, dass er der Meister ist, der Meister ist der Herr. Damals waren die Meister, die standen über ihren Jüngern. Aber er steht auf, da ist ganz klar, er nimmt die Position eines Sklaven, er nimmt die Position eines Dieners und fängt an, den Kot und den Staub und Staub und Schweiß ergibt Schlamm. Möchte ich mich gar nicht, Entschuldigung, sorry, wenn es zu eklig ist, aber vielleicht hast du so ein bisschen Vorstellung, was Jesus da getan hat. Er mit seinen bloßen Händen, ohne Handschuhe, damals gab es keine, er fasst den Kot und den Staub und den Schlamm an den Füßen der Jünger und wäscht sie und wenn danach trocknet er die Füße. Eine nach der, es waren 12, das heißt insgesamt 24 dreckige Füße. Das ist auch körperlich anstrengend, abgesehen davon, dass es eine niedere Aufgabe war. Und Petrus, er kommt auf bei Petrus, Petrus sagt, nein, nicht bei mir, das machst du doch nicht. Ich sollte dir die Füße waschen. Nein, ich bin es nicht wert. Jesus sagt, ich muss auch dir die Füße waschen. Die Jünger gucken verdutzt und vielleicht empört und erstaunt. Sie dachten, ich denke bestimmt, was wir noch alles sehen, erleben werden mit diesem Jesus. Was ist das für ein Typ hier? Jesus sieht das und sagt, nachdem er ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an, setzte sich und erklärte ihnen den Sinn dessen, was er da getan hatte. Er sagt, versteht ihr, was ich getan habe? Sie haben gewiss nicht verstanden. Ihr nennt mich Meister und Herr. Und das ist auch richtig so. Denn ich bin es. Und weil ich, der Meister und Herr, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Full stop. Ich habe euch ein Beispiel gegeben und ihr sollt diesem Beispiel folgen. Amen. Das, was ich für euch getan habe, das tut ihr ebenso. Und damit definiert ihr ganz klar, was Haltung und Auftrag der Gemeinde ist. Als Organisation, aber auch für der Gläubigen als Teil der Gemeinde, als lebendige Steine, wodurch Gott das Gebäude der Gemeinde baut. Er sagt, wer zu mir kommt, wer mir nachfolgt, wer zu meiner Gemeinde gehört, der soll diesem Beispiel folgen. So wie ich gedient habe, auch er soll dienen. Halleluja. Und warum gibt Gott uns diesen Auftrag? Weil die Menschheit seit dem Sündenfall in verschiedenen Bedürfnissen verstrickt ist. Es gibt so viel auf der Erde, so viel, was fehlt. Und Gott hat in die Gemeinde, in die Christen, sehr viele Ressourcen in verschiedenen Formen hineingelegt. Du hast etwas in dir, was einem Menschen zugutekommen kann. Du hast etwas in dir, was die Antwort auf das Problem eines Menschen ist. Du hast etwas in dir, was dem Bedürfnis eines bestimmten Menschen entspricht. Und Gott will, dass wir das freisetzen, dass wir es anderen zur Verfügung stellen. Aber manchmal bedingt es, dass wir über unseren Schatten springen, dass wir diese Haltung Jesu haben, dass wir ein demütiges Herz haben. Wir sollen erstmal verstehen, dass wir zum Dienen berufen sind und nicht um bedient zu werden. Um diese dienende Haltung zu haben, müssen wir verstehen, dass Jesus Christus selber ein Diener war und ein Diener ist. Er sagte in der Bibel, ich bin nicht gekommen, um zu dienen, sondern ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern ich bin gekommen, um zu dienen. Jeder, der ihm nachfolgt, soll seinem Beispiel auch folgen. Und ebenso
handeln, wie er getan hat. Das gilt für dich, das gilt für mich. Jesus hat nicht nur in der Bibel gedient, er dient heute auch noch. Amen. Aber er ist nicht mehr leibhaftig auf der Erde. Deswegen hat er Gemeinde gestiftet, damit die Gemeinde fortsetzt, was er angefangen hat, als er leibhaftig auf der Erde war. Darum heißt, ist auch ein Bild der Gemeinde der Leib Christi. Wir sind der Leib Christi. Die Summe aller Gläubige nennt man die Bibel der Leib Christi. Das heißt, wir verkörpern Jesus und sollen sein dienendes Werk fortsetzen in dieser Zeit, in der wir leben. Wir wollen uns anschauen, was Jesus uns sonst alles gemacht hat in der Bibel. Wir wollen, oder als er auf der Erde war, wir können im Rahmen einer Predigt nicht alle seine Werke nennen, die er getan hat. Sogar Johannes in seinem Evangelium sagt, Jesus hat so viel getan, wenn wir alles aufschreiben würden, würde die ganze Welt nicht ausreichen, um das alles zu enthalten. Deswegen habe ich hier ein paar Beispiele rausgenommen, damit, falls du denkst, Mensch, wenn wir dienen sollen, was sollen wir denn tun? Wir nehmen ein paar Beispiele raus aus dem Evangelium, was Jesus Christus so an Diensten geleistet hat, als er durch die Straßen Israels wanderte. Jesus ging von Ort zu Ort und verkündigte die frohe Botschaft des Evangeliums. Und wenn er immer irgendwo ankam, hatte er Mitleid, Mitgefühl mit den Menschen. Johannes, Matthäus 9 sagt zum Beispiel, er sah die Menschen an und sie waren wie Hirten ohne, wie Schafe ohne Hirten. Was ist mit mir heute los? Wie Schafe ohne Hirten, in Jesu Namen. Amen. Sie sahen aus wie Schafe ohne Hirten. Zerschlagen, angeschlagen, orientierungslos, durcheinander, sich selbst zerstörend durch ihre Handlungen, in verschiedenen Konflikten verstrickt, hoffnungslos, depressiv, verzweifelt. Und das brach sein Herz. Und er verkündigte ihnen das Reich Gottes, die Liebe Gottes, was in deinem Wort enthalten ist. Jesus ging von Dorf zu Dorf, von Ort zu Ort und er nimmt so viel Strapazen in Kauf. Damals gab es keine Autos, keine Züge, keine Busse und keine Flugzeuge. Oft lief er, er ging zu Fuß auf. Manchmal hatte er einen Esel, manchmal hatte er ein Boot geliehen. Und von einem Ort, von morgens bis abends war er unterwegs. Er ging in Häuser, er ging in Synagogen, er ging auf die Marktplätze, weil er in Berührung kommen wollte mit den Menschen. Ihn in die Augen schauen und sagen, hey, weinender Mann, dein himmlischer Vater liebt dich. Hey, verzweifelter Mann, es gibt Hoffnung für dich. Deine Hoffnung ist gekommen. Er ging von Ort zu Ort und berührte die Menschen mit der frohen Botschaft, mit der guten Nachricht des Evangeliums. In diesem Weg können wir nacheifern, indem wir auf Menschen zugehen und ihnen von der frohen Botschaft Jesu Christi erzählen, sagen, Jesus liebt dich. Er hat sein Leben für dich hingegeben. Er hat einen Plan für dein Leben. Gib die Hoffnung nicht auf. Gott liebt dich. Das ist die frohe Botschaft, die er uns gegeben hat. Damit können wir Menschen dienen. Und ich möchte behaupten, das ist vielleicht das schärfste Instrument, das beste Werkzeug, um Menschen zu dienen. Denn Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freisetzen. Viele Menschen sind verstrickt in ihren Sünden. Sie haben einen Lebensstil, was sich selbst und andere zerstört. Wenn sie das Evangelium hören, wird Gott sie befreien, indem er ihr Leben grundlegend verändert. Halleluja. Halleluja. Er ging von Ort zu Ort und ermutigte die, die zerschlagenen Herzens waren und tröstete viele Menschen, die weinten. Er hat sie getröstet und er leistete auch Gesellschaft. Jesus war bei denen, die hungrig waren, hat ihnen zu essen gegeben. Er hat Brot und Fisch vermehrt. Obwohl er kein Bankkonto hatte, kein Feld hatte, wo er ernten konnte, hat er Brot und Fisch vermehrt und Menschen vielerorts ernährt, zu Tausenden. Jesus war auch bei denen, die trauerten. War da diese Frau, deren Witwe, deren Sohn gestorben war. Und der Sohn war ihr einziger Versorger, der Mann war schon verstorben, sie war eine Witwe. Und der Sohn war ihr Versorger, ihre Hoffnung. Und auch er starb. Und Jesus lief gerade vorbei und er sah, wie man den Sarg des Mannes in das Grab trug. Und er blieb stehen, total berührt in seinem Herzen. Und er sagt, wartet. Und er berührte den jungen Mann und sagt, steh auf und lebe. Auf einmal stand der Mann auf und
und lebte weiter. Und die Frau war außer sich vor Freude. Jesus tröstete sie. Als Lazarus starb, besuchte er Martha und Maria, seine Schwestern, und er weinte mit ihnen. Aber letzten Endes hat er auch Lazarus von den Toten auferweckt. Amen. Wie viele Menschen brauchen Trost und Ermutigung in unserer Welt? Wie viele Menschen? Und du hast ein Wort der Ermutigung in deinem Mund. Du hast ein Wort des Trostes in deinem Herzen. Aus dem Wort Gottes wissen wir, dass Paulus sagt, Gott ist der Vater allen Trostes, der Vater der Barmherzigkeit, der uns tröstet in allen unseren Trübsinn, damit wir auch andere trösten, die leiden. Wie viel Trost hast du schon von Gott erfahren? Er hat dich getröstet und tut es immer wieder, damit auch du hingehst und andere Menschen tröstest. Das kann dein Arbeitskollege sein, dein Nachbar, deine Nachbarin, Ehemann, Ehefrau, wer auch immer. Suche in deinem Umfeld, es sind zahlreiche Menschen, die ein kleines Wort brauchen. Ein Hallo, ein Wie geht's dir, ein Anruf, ein Klapp auf den Schulter, ein freundlicher Blick, ein freundliches Lächeln, eine Umarmung, eine Einladung, ein Besuch. Jesus spendete Trost und Ermutigung. Er gab den Hungrigen zu essen. Wie viele Menschen verhungern, vielleicht in unserer Gesellschaft nicht unbedingt, aber auf der ganzen Welt sind zahlreiche Menschen. Und es gibt auch viele bei uns, die nicht genug zu essen haben. Auch die kann man unterstützen. Es gibt Leute, die trauern. Ja, die können getröstet werden. Jesus war ein Freund für Außenseiter. Er pflegte es besonders zu sein mit Menschen, die von denen keiner was wissen wollte. Er ließ sich auf Hure ein. Er ließ sich auf Zolleinnehmer ein, die verpönt waren in der Gesellschaft. Er berührte die Aussätzige, die ausgeschlossen waren von der Gemeinschaft. Jesus liebte es, Zeit mit Menschen zu verbringen, die in der Gesellschaft als wertlos galten. Und indem er das tat, gab er ihnen Wert. Er wertete sie auf. Amen. Halleluja. Weil er die Herrlichkeit Gottes in sich trug. Immer wenn er in Berührung kam mit einer Prostituierte, war ihr Leben verändert. Sie fühlte sich aufgewertet und wertvoll auf einmal. Halleluja. Wir haben so viele Menschen in unserem Umfeld, die Außenseiter sind, die verpönt werden, die ausgeschlossen werden, die gemobbt werden, für die niemand Zeit und Aufmerksamkeit gibt. Und die Gemeinde ist dafür, dahin zu gehen im Namen Gottes. Sag, hey, auch du bist ein Mensch. Auch du bist wertvoll. Auch du hattest verdient, dass man mit dir freundlich ist. Auch du hast verdient, dass man mit dir redet, dich in die Arme nimmt, dich ernst nimmt. Jesus will, dass wir hingehen und Menschen aufwerten, die als wertlos angesehen werden. Menschen ehren, die als ehrenlos angesehen werden. Jesus betete für Menschen. Fast jede Nacht verbrachte er im Gebet. Für wen hat er gebetet? Vater, gib mir Auto. Vater, gib mir Geld. Herr, gib mir Essen. Nein, er betete für dich und für mich. Für die Menschen der damaligen Zeit, aber auch für unsere Generation. Schau, in Johannes 17 betete explizit. Das ist das einzige Gebet, was auch aufgenommen wurde für uns. Er sagte, Herr, ich bete nicht nur für die, die hier sind, sondern ich bete auch für alle, die du berufen willst, bis ans Ende der Zeit. Jesus hat für dich gebetet. Er hat seinen Schlaf aufgeopfert, um für dich zu beten. Er hat Essen aufgegeben, um für dich zu fasten, zu beten. Und das ist der Grund, warum du jetzt hier bist, warum du im Glauben bist, warum du das bist, was du bist. Er hat Zeit investiert. Er hat sich die Probleme der Menschen angeguckt und angehört, hat aufgenommen ins Gebet, ist vor den Vater damit gegangen. Die Bibel sagt, dass er sogar mit lautem Schrei zu Gott gebetet hat. Und er schrie nicht für sich selbst, sondern für die Menschheit, für dich und für mich, für unsere Sünde, für unsere Verlorenheit, damit wir Gott erkennen können, damit wir die Güte Gottes und die Herrlichkeit Gottes, den Segen Gottes erfahren können. Und so können wir als einzelne Christen und als Gemeinde dienen im Namen des Herrn, indem wir uns umschauen, umhören und Gebetsanliegen der Menschen aufnehmen,
Probleme sehen. Sie müssen nicht mit dir reden. Du siehst in Gottes Seite, du erkennst und du nimmst ins Gebet auf. Du gehst ins stille Örtchen, ins stille Kammer, pardon. In die stille Kammer und du betest. Auch da kann man beten übrigens. Auch da kann man beten. Gott ist nämlich überall. Amen. Du bist nie allein. Gut zu wissen, oder? Egal wo du bist, Gott ist da. Wo Gott ist, da kann gebetet werden. Du gehst in dein stilles Kämmerlein und du betest für diesen Menschen. Die Person muss nicht wissen, dass du für sie betest und fastest. Aber Gott, der ins Verborgene sieht, der wird dich öffentlich belohnen. Halleluja. In diesem Leben und in der Ewigkeit wird er dich belohnen. Jesus war ein Beter, er war ein Fürbitter. Und er ließ sich nicht bitten, für Menschen zu beten. Er hatte es gerne getan. Lass uns Fürbitter sein für Menschen. Nimm die Anliegen der Menschen vor den Thron Gottes durch Gebet, mit Gebet und Fasten. Und Gott wird dich belohnen, indem er deine Gebete erhört und diesen Menschen zur Hilfe kommt. Halleluja. Jesus nahm sich Zeit für andere. Eben überall, wo er hinging, Leute kamen in Strömen zu ihm. Und Leute kamen mit ihren verschiedenen Anliegen. Der hier, meine Tochter liegt im Sterben. Kannst du bitte kommen und für sie beten, bevor sie stirbt? Komm und lege ihr die Hände auf. Er sagte nie nein. Er lässt sich darauf ein. Sagt, wo wohnst du? Dann geht er. Der andere kommt und sagt, mein Lieblingsdiener ist gerade Licht im Bett, ist Licht im Sterben. Jesus sagt, geh, er wird leben. Leute kamen und reden und er hörte zu. Und hatte für jeden immer Zeit und Rat. Halleluja. Und jede dieser Begegnungen hat das Leben der Menschen verändert. Wir leben in einer Gesellschaft, wo Menschen sich um sich selbst drehen. Wo Menschen selbstbezogen sind. Wir haben keine Zeit für andere. Wir haben keinen Blick, keine Augen für andere, kein Ohr für andere. Immer ich, ich, ich und ich und ich und mein und meins und meine in allen Deklinationsformen. Aber Jesus gibt uns da ein anderes Vorbild. Er hatte Zeit für andere. Er nahm sich Zeit, um zuzuhören, mitzufühlen. Halleluja. Jesus opferte sein Leben für Menschen. Nicht für irgendwelche Menschen, nicht für seine Freunde. Er opferte sein Leben für schuldige Feinde, die wir alle Menschen sind. Durch unser Lebenswandel sagt die Bibel, dass wir Feinde Gottes sind. Wir sind Feinde Gottes durch die Sünde, die wir begehen. Und wir haben Schuld auf uns geladen. Dennoch hat er sich geopfert, damit wir Vergebung empfangen können. Und das können wir von ihm lernen. Uns für andere zu opfern. Auch mal auf etwas verzichten, damit es anderen besser geht. Wir müssen nicht mehr für andere sterben. Er ist einmal für immer und für alle gestorben. Aber wir können seinem Beispiel nachfolgen oder nachahmen, indem wir auch bereit sind, ein Opfer auf uns zu nehmen, damit es jemand anderem ein bisschen besser geht. Amen. Ich möchte unsere Aufmerksamkeit auf die Verse 15 und 17 ziehen. Er sagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Tut, was ich für euch getan habe. Wisst ihr, der christliche Glaube besteht nicht daran, dass wir irgendwas Abstraktes glauben. Der christliche Glaube drückt sich in Taten aus. Er sagt, tut. Er sagt nicht glaubt. Tut, was ich für euch getan habe. Amen. Der Glaube drückt sich durch Werke aus. Werke und Glaube ist eine gute Kombination. Glaube ohne Werke ist tot. Wenn du etwas glaubst, dann muss man das auch letztendlich in deinen Taten sehen. Er sagt, tut. Tut, was ich für euch getan habe. Ihr wisst das alles, nun handelt auch danach. Tun und handeln, das ist die Logik im Reich Gottes. Tun und handeln. Wir beobachten aber nicht unbedingt das in der Gemeinde heutzutage. Viele Leute denken, Glaube ist immer mehr Wissen, und viele lernen und lernen nie genug.
Wir wissen, wir lernen und lernen und lernen und lernen und hören Predigten. Der durchschnittliche Christ hat mindestens 10 Terabyte Predigten in sich. Mindestens. 10 Terabyte. Aber du siehst es nicht unbedingt in seinen Taten. Manchmal kommt es da rein und geht da raus. Aber letzten Endes kommt es darauf an, was ich tue und wie ich handle. Amen. Es geht nicht darum, welche Gemeinde die beste, die coolste ist, welche Prediger der coolste ist, welche Doktrin der richtige ist. Es gibt diesen Streit unter Christen, ich bin Adventist, der Gottesdienst sollte nicht am Sonntag, sondern am Samstag sein. Ich bin Baptist, ich bin Methodist, ich bin dies und jenes. Das ist alles Käse. Letzten Endes kommt es darauf an, wie du handelst. Dass du die Bibel, das Wort Gottes, in die Tat umsetzt. Indem du Jesu Vorbild nachfolgst. Wenn ihr danach handelt. Amen. Du kannst den Denominationsstreit gewinnen, den Gemeindestreit gewinnen und letzten Endes vor Gott ohne Werke erscheinen. Und es ist an der Zeit, dass wir anfangen, im Alltag unseren Glauben auch in die Tat umzusetzen. Nach unserem Glauben, nach der Lehre Jesu zu handeln. Dass man deine Handel sieht und die Handel Jesu sieht und sagt, das passt irgendwie 1:1. Amen. Ihr wisst das alles, ja? Wir wissen so viel, wir wissen alles. Aber wir handeln nicht unbedingt nach dem, was wir wissen. Und Jesus will, dass wir viel Frucht bringen. Stell dir vor, du hast einen Baum, du pflegst ihn, einen Fruchtbaum, du pflegst ihn, du gießt ihn, du tust alles, du düngst. Der Baum wächst und wächst und wächst, wird immer größer. Die Blätter sind schön, der Baum sieht schön, trägt aber niemals Früchte. Das ist frustrierend, oder? Du willst nicht schöne Blätter, schöne grüne, sattgrüne, sondern du willst letztendlich Früchte. Lass der Baum hässlich aussehen, die Blätter hässlich aussehen. Hauptsache, er trägt gute Früchte. Also sollen wir auch Früchte tragen. Nicht nur wissen, sondern danach handeln. Und er sagt, das ist der Weg zu eurem Glück. Siehst du? Der Weg zum Glück ist, wenn wir nach dem Vorbild Jesu handeln. Daher meine nächste Aussage. Christsein ist dienen. Christsein ist dienen. Und glücklich sein ist dienen. Glück liegt im Dienen. Ende des Zitats. Glück liegt im Dienen. Gewusst? Oft denken wir glücklich im Empfangen und im Besitzen. Das ist die Logik der Menschen. Aber im Reich Gottes liegt Glück im Geben und im Dienen. Setz frei, was du hast. Diene. Sag, das ist der Weg zu eurem Glück. Wenn ihr das wisst, dann seid ihr glücklich, wenn ihr danach handelt. Wenn du die Freude, die von oben kommt, in dir haben möchtest, dann fang an zu dienen. Und du wirst dich noch wundern. Amen. Du hast dann eine übernatürliche Freude, einen übernatürlichen Frieden in dir, wenn du anfängst, im Geiste Jesu und im Sinne Jesu zu dienen. Mach dich niedriger und diene den Menschen, überall, wo du bist. Habe diese Haltung eines Dieners. Und er sagt, der Größte unter euch wird der Diener aller sein. Das ist die Logik im Reich Gottes. Und ich sage dir, vielleicht hast du Angst, dass wenn du anfängst zu dienen, dass andere dich missbrauchen werden, das ausnutzen werden und dich verachten werden. Nein, nicht. Ganz im Gegenteil. Gott wird dich ehren. Gott ehrt die aufrichtig dienen, die aus Liebe zu Mitmenschen dienen. Er ehrt sie.
Auch wenn Menschen sich gegen dich wenden, wird Gott letztendlich dafür sorgen, dass du geehrt und belohnt wirst. Amen. Auch wenn Menschen keine Anerkennung und Dankbarkeit zeigen, Gott wird dafür sorgen, dass du deinen Lohn bekommst für das Dienen. Das Glück liegt nicht in viel Geld, nicht in viel Fernsehen schauen, nicht in viel Social Media schauen, nicht in viel empfangen, sondern das Glück aus Gottes Perspektive liegt in viel Dienen. Nach dem Ausmaß, was Gott dir ausgemessen hat. Und nach den Fähigkeiten, die Gott dir gegeben hat. Und was treibt uns dabei an? Das ist die Liebe Gottes. Denn wir können dienen, anderen dienen, aber in Wirklichkeit dienen wir uns selbst. Wenn wir dienen, um Anerkennung zum Beispiel zu bekommen. Wenn wir dienen und daraus Bedeutung ziehen wollen, dann dienen wir in Wirklichkeit uns selbst. Das ist nicht der Dienst im Sinne Jesu. Wir können dienen, um andere zu manipulieren oder zu kontrollieren oder Bedeutung, Anerkennung, Einfluss und Macht zu haben. Das ist nicht Dienst, das ist Selbstbedienung. Der Dienst, der von Gott kommt, ist selbstlos, aus Liebe, aus der übernatürlichen Liebe Gottes, selbstlos. Und zum Schluss habe ich ein paar Fragen an dich. Die erste Frage mag ungewöhnlich sein, wem dienst du? Denn oft hören wir, wer dient mir? So denken wir, wer dient mir? Keiner. Niemand mag mich. Wir haben vorhin gelernt, wenn ihr das wisst, dann seid ihr glücklich, wenn ihr danach handelt. Euer Glück liegt im Dienen. Also, meine Frage an dich, dienst du? Wenn ja, wem dienst du? Und wie dienst du? Ich möchte dich dazu aufrufen, dass du in einem dienenden Geist in den Alltag gehst. Dass du Jesus fragst, dass er, und dass ihn bittest, dass er dir zeigt, wie und wo und wann du dienen sollst. Es gibt kein allgemeines Maß für alle. Wir sind unterschiedlich. Unterschiedlich begabt und beschaffen. Unterschiedliche Ressourcen und Möglichkeiten und Gelegenheiten. Da, wo du dich im Alltag bewegst, das sind andere Bedürfnisse als da, wo ich im Alltag bin. Darum frag Gott für dich individuell. Herr, was willst du, wie willst du, dass ich dienen soll in deinem Sinne? Wem soll ich dienen? Und gib mir überhaupt ein dienendes Herz, eine dienende Haltung in mir. Ist Gott gut? Habe ich die Wahrheit gesprochen? Nächstes Mal werde ich euch ein bisschen kitzeln. Gott ist gut, Amen. Er spricht solche Worte, weil er viel mit uns vorhat. Schau, du bist ein Segen. Du bist ein Segen. Und du bist ein Mehrwert für dein Umfeld, für die Gesellschaft. Wusstest du das? Du bist ein Mehrwert. Du bist die Chance einer Person. Gott hat etwas in dich hineingelegt, was du geben kannst. Jeder hat etwas zu geben. Jeder. Du kannst für jemanden beten. Das ist ein großartiger Dienst. Du kannst jemandem Hallo sagen. Das ist ein großartiger Dienst. Du kannst jemandem auf der Arbeit die Tür aufhalten, während sie kommen. Du kannst einen Kollegen fragen, ob du ihm Kaffee holen kannst. Es gibt so viele Möglichkeiten. Lass uns da kreativ sein. Ja. Lass uns kreativ sein. Tu etwas, was man für gewöhnlich nicht tut in deinem Umfeld. Im Sinne eines dienenden Geistes. Tu etwas, was Leute nicht erwarten würden. Unsere Gerechtigkeit soll größer sein als die Gerechtigkeit unserer Mitmenschen in der Welt. Geh über den Tellerrand. Geh über das Maß hinaus. Tu etwas Außergewöhnliches für deine Mitmenschen. Lass uns beten.
Jesus, wir danken dir, dass du uns ein Vorbild gegeben hast, ein Beispiel gegeben hast, dem wir folgen sollen. Denn du bist gekommen, um uns zu zeigen, wie wir ein segensreiches Leben führen können, Herr. Du bist gekommen, um zu zeigen, wie wir ein erfülltes Leben haben können. Und wir beten, Herr, dass du unsere Herzen, unsere Gesinnung an der Stelle veränderst, Herr. Und dass du uns deine Gesinnung gibst, Herr. Mach uns fähig. Aus eigener Kraft schaffen wir das nicht. Denn von Natur aus sind wir selbstbezogen und egoistisch. Bitte verändere unsere Herzen. Gib uns deine Gesinnung, Herr. Und zeige uns im Alltag und in der Gemeinde, wie wir dienen sollen, Herr. Danke, Herr, dass du mit uns rechnest. Danke, Herr, dass du uns gebrauchen möchtest. Danke, dass wir deine Partner und Mitarbeiter sein dürfen. Danke, dass wir dein Arm sind, den du gebrauchen möchtest, um zahlreiche Menschen zu segnen. Ich stelle mich zur Verfügung, Herr. Und wir als Gemeinde stellen uns zur Verfügung. Wir sagen, gebrauche uns, Herr. Gebrauche uns für jedes gute Werk, Herr. Alle Zeit und überall. Wir danken dir. Bitte segne auch unsere Gemeinschaft gleich, wenn wir gemeinsam hinfahren, Herr. Schenk uns eine tolle Zeit. Im Namen Jesu. Amen.